Da. Innentür weiß. Ab dafür. Hallo. So. Da ist natürlich jetzt die Frage, was mache ich jetzt als nächsten Raum? Also wir brauchen, theoretisch möchte ich hier das Schlafzimmer haben. Und hier vielleicht auch noch ein Schlafzimmer. Und das heißt, hier könnte das Wohnzimmer hinkommen. Aber bevor ich das mache, habe ich natürlich noch eine wichtige Sache vergessen. Und zwar die Farbe muss ja noch geändert werden hier. Farbe, was haben wir denn noch an Paneelen? Und dann noch vielleicht irgendwas Lustiges mitmachen. Hier so ein dunkler Ziegel. Vielleicht hier so. Hier. So rustikalmäßig. Keine Ahnung. Lass ich erstmal. So, aber was mache ich denn hier für eine Farbe oder irgendwas? Das Außenlaminat, das brauchen wir jetzt nicht. Laminat hell. Ich weiß nicht, ob das aussieht an der Wand. Ich versuche es erstmal mit Farbe. Hier so ein leicht Biskuit. Mal ausprobieren. Ich muss ja auch mal andere Farben nehmen. Ich kann ja nicht nur mal schwarz, weiß, grau. Ne, das kann man nicht überbringen. Passt das zu den Möbeln? Ich würde sagen, ja. Es passt. So einen schönen Keksbodenteig hier an der Wand. Das ist doch was Feines. Lecker, lecker. Das ist doch sowieso immer das Leckerste. So ein Keksteig. So ein leckeren Keksteig. Kriegt man schön Magenschmerzen von. Weil da zu viel von isst. Also lass das. Lass das sein. So wie Kuchenteig. Auch richtig lecker. Einfach nur leckerer. Schöner Marmorkuchen. So wie früher. Kuchenteig gemacht. Nur den Kuchenteig gegessen. Nichts anderes. Kuchen war scheißegal. Jetzt muss ich eben husten. Ah. Puh, Entschuldigung, aber das musste einmal raus. Hilft nix. So, jetzt mache ich das hier nochmal fertig. Ich will ja mal wirklich hoffen, dass die hier noch was nachpatchen an Möbeln und des Weiteren. Weil das kann es ja noch nicht gewesen sein, Freunde. So. Ich würde sagen, für so ein Esszimmer kann man anbieten. Jetzt habe ich zu viel Farbe gekauft. Das ist mir auch noch nicht passiert. Egal, die Farbe wird ja nicht schlecht. Die kann ich erstmal hier stehen lassen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, das verkaufe ich aber. Ich stecke erstmal dahin. Damit sind wir ja erstmal hier durch. Wie schon gesagt, Dekoration kommt später. Und da muss ich nur noch eben gucken, wie wir jetzt. Na komm, Lampe machen wir auch später. Wie ich jetzt hier das Wohnzimmer erstmal Fenster auf. Das Wohnzimmer dekoriere. Gucken wir uns zuerst mal wieder die Möbel an. Das ist immer am besten, wenn man das tut. Hier so ein Sofa. Was möchten wir denn für ein Dings haben? Möchten wir so eine Liege? Oder so ein anderes Dingens? Hier so ein Schatten. Hast du einen Schatten? Nee, das ist mein Sofa. Hm.
Wär's mit einem Ecksofa? In Rot. Ja, und welche Farbe ist jetzt natürlich auch die Frage. Ja. Dunkelbraun. Ich weiß nicht. Das ist alles nicht so. Ich nehme, glaube ich, erstmal grau. Grau ist immer eine gute Farbe. Jetzt müssen wir noch gucken. Stell wir hier die Ecke. Was ist das da überhaupt? Wow, man kann ja rennen, wusste ich gar nicht. Ach, das ist hier. Das ist die Wand, die da zu Ende ist. Das ist nicht so gut. Damit scheidet das Exo-Fall eigentlich schon aus, würde ich sagen. Wir bräuchten eins, was genau, was auf der Seite ist. So. In die Ecke oder nicht in die Ecke? Erstmal in die Ecke. Nein, erstmal, bevor wir hier überhaupt Möbel verteilen, weil man sieht ja gar nichts. Sagt der ein oder andere jetzt lauthals. Man sieht ja gar nichts. So. Jetzt schön, da geht mein Licht auf. So. Und dann gehen wir wieder zu den Möbeln. Möbel. Und gucken, wo wir gerade hier sind, nach einem Tisch. Muss natürlich da passen. Dunkelbraun. Machen wir hier so ein Dunkelbraun oder so ein Creme. Oder machen wir einen auf Weiß. Was für ein schönes Wohnzimmer. Gib mit dem Fernseher zurück. Was? Was ist er denn? Nix Deutsch oder was? Junge. Nein. Jetzt brauchen wir natürlich so einen Fernsehschrank, ne? Nicht so einen Eckschrank, das ist doof. Hier so ein Stahlregal. Denn hier ist alles aus Stahl. Was hier? Sind nicht mehr oder was? Wieso hat der eigentlich Rollen? Das ist voll hässlich. Ich nehme einfach den. Wieso gibt's den nicht in Weiß? Das ist doch schon wieder eine Frechheit einfach nur. Vielleicht einfach so eine Kommode und da dann den Fernseher drüber so. Gibt ja auch hängend hier. Hier, hängend. Kommt an die Lampe. Knick in der Optik? Nee. Aber falsch rum. Kann ich den nochmal. So. Guck mal einer an. Wunderschön, wie er da an der Wand prangert. So. Vielleicht ein bisschen hoch, wenn man hier dann sitzt. Obwohl, geht eigentlich, ne? Ja, gut. Lass ich die Kommode da stehen. Passt schon. Dann brauche ich ja nur noch irgendwie so ein Schränkchen hier. So ein... Hier nicht. Hier. So ein Wohnzimmerschrank. Oder wie man das nennt. Gucken wir denn mal. Wir gucken mal bei Schränke vielleicht. Nee, das sind ja die.
So. Passt der jetzt nicht hier rein? Von den Farben. Also nicht zu dem, aber zum Sofa. Nee. Passt auch wieder nicht. Das schöne Ding. Was macht der da? Der ist weiß. Komm. Einmal den hier hinklatschen. Guck mal, haben wir den Schrank drin. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Ja, Dekoration kommt wieder später. Und jetzt die Farbe. Und dann nehmen wir vielleicht mal, lass mich überlegen. Hier haben wir auch noch Paneele. Hier sind Laminat hell. Warum sollte man das eigentlich... Warum soll ich das an die Wand machen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Höchstens. Hier so. Schöne Holzverkleidung unter dem Fenster. Da fällt mir ein, wir müssen ja auch noch eine Heizung reinbasteln eigentlich. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Aber das muss so. Weiß ich nicht. Ich gehe nach Hause. Nee. Achso, den Boden könnte man ja nochmal gucken. Fußboden. Teppich, welchen. Oh, es gibt nur einen Teppich. Pusteblume. Aha. Ach, da liegt schon. Sieht doch immer anders aus, wie es ist, ne? Das ist mir nämlich eigentlich zu dunkel, aber das ist mir schon wieder zu hell, glaube ich. Joel. Ja, das überstreiche ich gleich, keine Sorge. Und zwar bräuchten wir hier Waldnebel natürlich. Also keine Frage. So, weg mit der Schandtat. Das war nur ein Versuch, der schiefgegangen ist. Das macht ja nichts. Kann ja mal schief gehen. So, dann streichen wir uns hier mal Nebel oder was war das? Waldnebel. Keine Ahnung, vielleicht tausche ich den Tisch hier nochmal aus. Die Tischplatte passt nicht so ganz in mein Konzept hier. Der Boden eigentlich auch nicht, aber... Ich weiß auch nicht, was ich sonst nehmen soll. Es ist nicht so viel Auswahl, wie ich gerne hätte. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Hier nochmal rüber. Da nochmal herüber. Außersehen den Fernseher mitstreichen. Ne, welcher Idiot hängt den Fernseher auch vorher auf? So, wir sind schon fertig, ne? Ich mach nochmal hier vielleicht. Und da und da. Und das natürlich auch noch. Und das. So. Geh mal in die Ecke. Ja, auf jeden Fall hier. Zack, nochmal weg. Und dann gucken wir nochmal, was ist noch so an Esstischen gibt. Hier so ein Kaffeetisch. Fichte. Was ist mit dem? Ja. Aber der Boden, der gefällt mir gar nicht.
Kiste mit so einem beigen Teppich. Der hat schon im Ankleidezimmer nichts gebracht, aber vielleicht macht er hier ein besseres Bild. Ja. Da habe ich eine Wand vergessen, sehe ich gerade. Deshalb sieht das noch so komisch aus. Hier, zackidi, zack. So, und da natürlich noch. Oh, und da auch noch. Was habe ich denn hier gemacht?